Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Herzlich willkommen im Whisky-Hort zu unseren Peated Malts des Tages. Zweimal mit Torfrauch. Wir fangen an mit dem Red Snake von Blackadder. Raw Cask. Männerwhisky mit Stückchen drin. Wird der Masse euch gleich sicherlich noch zeigen. 50 ppm hat er. Und ist zur Celebration von 25 Jahren auf Blackadder abgefüllt worden. Mit 59,5% Peated Single Malt Scotch Whisky. Brennerei wird nicht genannt. Ach komm, ich schenk ein. Dann kannst du in Ruhe die Krümel zeigen. Sehr schönes Label. Dreht ihr den auch gerne noch mal? Ja, sieht man schon nicht mehr so richtig. Jetzt aber. Da ist noch jede Menge los in der Flasche. Im Glas übrigens auch. Richtig schön dreckig, rauchige Note. Leicht maritim, jodhaltig. Dezent Speck im Hintergrund. Frisch geräuchert. Und was süßlich-fruchtiges. Ananas. Ja, so in die Richtung geht's. Schöner Potpourri, sehr gefällige Nase. Und die 59,5% sind da erstmal nicht so zu merken. Sehr schön. Gefällt schon mal. Ihr wisst, ich stehe auf Peat. Und er wird jetzt noch ein bisschen frischer. Es kommen noch Zitrusnoten dazu. Limette noch am ehesten. Ja, gefällt. Deshalb nicht lang schnacken, Slange. Unglaublich süß. Schöne fruchtige Süße. Ich bin auch hier wieder bei Ananas. Ich habe eine leichte Zitrusnote. Es kommt aber was Sämiges dazu, so Richtung Banane. Ja, und dieser richtig schön dreckige Torfrauch mit der maritimen Note. Auch hier der Speck ganz leicht angedeutet. Alkohol ist präsenter als in der Nase. Jetzt merkt man, der ist fast stark. Der hat richtig Bums. Aber weil unglaublich süß und rund, fängt das in den hohen Alkoholgehalt richtig gut ein. Sehr schön. Naturgemäß ein sehr, sehr langer Abgang. Ich glaube, den werde ich noch einige Zeit schmecken. Aber, weil wir noch einen zweiten probieren wollen, spüle ich ein wenig nach. Diesmal reißen wir nicht die Flasche auf, sondern öffnen das mitgelieferte Sample. Einmal. Zweimal.
und nehmen damit den Black Corby Ben Nevis. Mit 61,4% abgefüllt, Ex-Bourbon Hogshead, Finish Import Cask. Sehr schön. Auf den freue ich mich richtig. Oha. Ja, hohe Alkoholstärke. Aber richtig satt, fruchtig alter Portwein. Dunkle Beerennoten. Schon fast sämig in der Nase. Schwere, fruchtige Süße. Irgendwie was. Was dumpf Trockenes noch mit dabei, wo ich nicht entschlüsseln kann, was es ist. So ein bisschen nasses Holz. Ja, so eine leichte Note nach dem Regenschauer im Wald. Der Holzstapel am Wegrand von den gefällten Bäumen. Und dazu diese wunderbare Portweinnote. Herrlich. In diesem Sinne, Slange erstmal. Massa, hilf mir doch mal eben. Hatten wir nicht irgendwoher die Information, der sei peated? Es ist peated. Ja, ne? Unzweifelhaft im Geschmack. Aber ich gucke zum dritten Mal. Es steht nicht auf der Flasche drauf. Ist aber peated. Jetzt im Mund merkt man es auch. Der kommt erstmal richtig schön sämig, süßlich, mit dieser ja, schweren Portweinsüße rüber. Und dann auf einmal prickelt sich so der Torf auch an die Oberfläche, während der Alkohol sich entfaltet und zeigt, dass er gut 61% hat. Ohne unangenehm dabei zu wirken, einfach nur kraftvoll in den Aromen, kommt die Peat-Note deutlich heraus. Boah, der gefällt mir richtig gut. Nicht übertrieben getorft, schon kräftig, aber harmoniert prima mit der süßen Port-Note, mit dieser Vollmundigkeit. Ein schöner Kontrapunkt dazu und trotzdem die Aromen fein miteinander verwoben, nicht so
links das, rechts das oder also dass man das Gefühl hat, man hat zwei verschiedene Sachen im Glas. Das ist schon sehr, sehr fein. Gefällt mir richtig gut. Nochmal. Wirklich erstaunlich weich und mild. Erst wenn ich Luft dran lasse, dann spüre ich, ja, da steckt Bums hinter. Bis dahin, gefährlich süffig, lecker. Gefällt mir gut. Und ja, was soll ich sagen? Wir verkaufen die auch. Ich muss mal eben auf meinen schlauen Zettel gucken, weil ich vergessen habe, mir das einzuprägen. Ich glaube, wir waren bei 79,90 richtig für den Ben Nevis. Und 84,90 für die Schlange von Blackadder. Beides sehr leckere Whiskys. Der persönliche Geschmack wird da den Ausschlag geben, was ihr bevorzugt. Bei mir liegt vorne der Ben Nevis. 5 Jahre alt. Aber richtig krass in der Aromatik. Den finde ich richtig gut. Der Blackadder auch, gar keine Frage. Aber ne, der persönliche Geschmack tendiert dann doch dazu. Guckt raus, guckt, ob ihr euch was, ob ihr das anders empfindet, ob euch vielleicht die Schlange besser gefällt. Das kann halt durchaus sein. Wie gesagt, preislich ähnliches Niveau. Von daher, Weihnachten steht ja bald vor der Tür. Kann man mal drüber nachdenken. Lasst es euch gut gehen. Bleibt uns gewogen. Schaut auch morgen wieder rein, wenn wir euch den nächsten Whisky präsentieren, und bleibt vor allen Dingen gesund. Bis bald. Tschüss.